Hey, Yaps. Hier gibt's genug Zeug für eine Rohrbombe. Verstanden. Vielleicht hätten wir es draußen riskieren sollen. Wir packen. Gibt es zu viele Verstecke. Leute, hier ist jemand infiziert. Sauber? Ja. Sauber. Das ist so viel besser als Mezcal und ein Zeichentrickfilm. Was? Nichts. Leute, seht mal da oben. Seht ihr das Licht? Könnte ein Ausgang sein. Kletter hoch und seh's mir an. Na los. Die Munition wird aber knapp. Darf ich verfickte Scheiße sagen? Ja. Verfickte Scheiße! Verschwinden wir von hier.
glaube, hier geht's raus. Manning. Klar doch. Ladies first. In einem Monat passe ich da nicht mehr durch. Na los, Abs. Ich dachte, Ladies first. Ich mag dich, Abs. Okay. Abby, das ist wie das Gewächshaus deines Dads. Ja, nicht. Die Pflanzen hier leben. Stimmt wohl. Weißt du was? Das ist gut. Ihr braucht etwas, das euch zusammenschweißt. Klappe, Manny. Funktioniert doch schon. Noch eine gefunden? Jupp. Hey, ich kenne ein gutes Trinkspiel, das man mit denen spielen kann. Echt später. Die Basis ist da vorn. Keine Skars in Sicht. Sie sind da draußen. Ja, gehen wir weiter. Gott, wisst ihr noch, wie es war, als man hier nicht von Skars angefallen wurde? Vermisst du jetzt den Waffenstillstand? War ruhiger, hm? Zu ruhig. Wir wurden nachlässig. Und sie knüpften ein ganzes Team auf. Das ist passiert, weil wir die Kinder erschossen haben. Okay, aber diese Kinder haben sie angegriffen. Was würdest du tun? Ich weiß nicht, sie nicht einfach abknallen? Tja, ich würde unsere Leute retten. Manny, das sind Kinder, es ist nicht ihre Schuld. Unsere auch nicht. Die Toten gehen auf sie. Ich will ja nicht unken, aber hier ist es sehr ruhig. Haltet die Augen offen. Irgendwas blockiert die Tür. Vielleicht kommen wir woanders rein. Hier oben. Manny, sieh da oben nach. Ja, okay. Das Kabel hat sich verhakt. Na bitte. Los, komm hoch. Mel, bleib bei Alice. Ich versuche die Tür aufzukriegen. Sucht euch einen anderen Eingang. Cool. Vorsichtig. Und? Keine Skars zu sehen. Vielleicht sind sie weg? Sehr lustig. Nein.
Ich bin optimistisch. Oh. Geh tief runter. Ja, ja, das stimmt. Dann mal los. Okay, Mel. Wir sind drin. Ich bin an der Tür. Okay, komm. Schnell. Ja, klar. Hier durch. Wow. Was ist das? Das ist eine Bootswerkstatt. Das sollten wir uns merken. Das Kommando sucht immer nach Ersatzteilen. Okay. Ich hatte es. Los! Ich stütze es an dir. Shit, tut mir leid. Alles okay? Ja, Kurbel gebrochen. Und jetzt? Abby, da. Eine Luke. Manny, halt durch. Wir finden einen Weg aufs Dach. So, genießt du die Fahrt mit uns? Tja. Erinnere mich dran, Manny zu danken. Ich bin froh, dass ich dabei bin. Ich helfe lieber, als nur von so etwas zu hören. Hey, warum gehst du mir aus dem Weg? Das mache ich gar nicht. Komm schon, du hast seit Jackson kaum ein Wort zu mir gesagt. Ich weiß nicht. Ich schätze, ich war auch von Jackson geschockt. Meinst du, Joel hat er das nicht verdient? Er hätte Schlimmeres verdient, aber ich wäre lieber nicht dabei gewesen. Verstehe. Er ist zu so etwas fähig, hä? Das meinte ich nicht. Mal sehen, ob wir zu Luke kommen. Okay. Hey, Abby, hilf mir da hoch. Ich habe eine Idee. Ich mag Ideen. Okay, hoch mit dir. Ich hab's. Und, deine Idee? Sekunde. Was machst du da? Ich bringe uns hier raus. Okay, aber langsam. Ein Vorteil, schwanger zu sein? Mein niedriger Schwerpunkt. Ich nehme dich beim Wort.
Geschafft. Wie, du hast nicht mal geguckt? Was? Okay, wir kommen der Luke näher. Das erinnert mich an Owens Boot. Noch mit Reparieren beschäftigt? Ja. Aber er meint, er wäre jetzt bald fertig. Bald. Jeder hat seine Leidenschaft. Bei mir ist's Hundespielzeug. Yep. Und bei mir die blöden Münzen. Die Laufplanke dafür zur Lücke. Aber wie kommen wir zu der Planke? Okay, sieht gut aus. Geh tief runter. Schlimm mit der Höhenangst? Besonders, wenn ich runtersehe. Da sind sie. Manny, wir sind gleich da. Okay. Da, die Basis endlich. Fast geschafft. Wir können bestimmt über die Gleise. Sollen wir erst vom Dach runter? Bitte. Es ist schwer vorstellbar, dass du Angst vor was hast. Ich bin nicht so furchtlos, wie du denkst. Jetzt hör auf. Deine Operation, das könnte ich nie. Hätte zu viel Angst, es zu vermasseln. Glaubst du, mir geht's anders? Nun ja, mein Dad hat immer gesagt, du wärst seine beste Studentin. Echt jetzt? Tja, du meintest ja immer, er wäre ein Idiot. Komm. Es ist schwer vorstellbar, dass du Angst vor was hast. Ich bin nicht so furchtlos, wie du denkst. Jetzt hör auf. Deine Operation, das könnte ich nie. Hätte zu viel Angst, es zu vermasseln. Glaubst du, mir geht's anders? Nun ja, mein Dad hat immer gesagt, du wärst seine beste Studentin. Echt jetzt? Tja, du meintest ja immer, er wäre ein Idiot. Komm. Alice, braves Mädchen. Wurde auch Zeit, dass ihr das hinkriegt. Ziemlich ruhig hier, was? Ja, gefällt mir nicht. Gut, wir sind fast an der Basis.
Mann, wenn wir wieder zu Hause sind, hau ich mich auf die Couch, zieh mir einen Film rein und sauf mich ins Koma. Aha, welche Drinks? Welcher Film? Ha, ich bin sehr neugierig. Der Film ist der mit dem, Mädchen und dem Wolf. Ach, den liebe ich. Und der Drink? Meinen Mezcal von der Party letzte Woche. Verzeihung, du meinst unseren Mezcal. Si. Ich lass dir was übrig. Ach, jetzt hätte ich echt Lust auf einen Drink. Wenn ich nicht schwanger wäre und auf der Flucht.